Du filmst schon, oder? Mhm. Okay. Ja, gut. Willkommen bei Montefors TV. Wir haben heute Gitta Sachs und ihre beste Freundin Angelika getroffen, und zwar in Miami. Und was uns natürlich interessiert ist, Gitta, wie kommst du jetzt hierher? Du hast jetzt eine längere Reise auf der AIDA hinter dir. Genau, ich habe jetzt durfte 2 Wochen Workshops geben auf der AIDA, AIDA Mar von New York, über Miami, da muss ich auch ein paar Wochen, ja. Und dann in die Karibik. Und dann habe ich mir gedacht, das macht doch Sinn, in meine zweite Heimat zurückzufliegen, zu meiner Freundin, wo wir jetzt noch morgen Thanksgiving zu feiern und dann noch Weihnachten und dann fast die Reste fliege ich dann wieder nach Hause und habe dann in Österreich ein Beach-Booking. Weil ich muss ja auch mal zwischendurch dann nochmal was arbeiten. Okay, ja, schön, schön. Wobei am AIDA war ja Arbeit, aber es war sehr angenehm. Also ich habe 2 Wochen Workshops gegeben zum Thema Schönheit für den Außen. Und zu dem Thema ist ja auch meine beste Freundin Fachfrau, weil sie hat mich damals auch zum Modeln gebracht und ist unter anderem auch eine Faschistin. Wir haben mit Miami sehr vielen Fotoshootings zusammen gemacht über all die Jahre. Ja, und wie viele Jahre sagen wir jetzt gar nicht? Überhaupt nicht. Also du bist eigentlich schuld an der Karriere, genau. Von der Gitta. Genau, wir haben einen Test zusammen gemacht. Genau. Ich hab angefangen als Make-up-Artist zu arbeiten und brauchte ein Model, das bereit ist, umsonst mit mir zu testen, wie ich mein Make-up probieren kann. Und als allerersten Test kommt jemand vorbei und sagt, wow, hättest du Lust? Wir bräuchten dich. Das war wirklich Schicksal. Und dann wurden wir oft als Team gebucht. Ja. Alle möglichen Kataloge und sind miteinander durch die Weltgeschichte gereist. So, Wahnsinn, jetzt immer am Miami Beach, oder? Und jetzt immer, ich wohne in Hollywood, das ist so ein bisschen außerhalb, so 20 Minuten nördlich von Miami Beach, aber meine Söhne modeln mittlerweile und immer wieder on and off und mit der Unterstützung von der Patentante. Genau, und vor 15 Jahren sind wir ausgewandert. Ja. Und wir sind ja aufgewachsen und ja, für mich ist es ja auch wie Heimkommen. Ihre Söhne sind Familie, wobei jetzt meine Patensöhne jetzt sozusagen, die wohnen jetzt in Deutschland. Ah, Kakadabra. Aber du bleibst jetzt noch erhalten in Deutschland, ja, oder? Ja, also es ist immer ganz schön, für 1-2 Monate herzukommen, gerade im Winter, vor allem Weihnachten, weil ich ja selber keine Familie habe. Mhm. Und dann schauen wir mal die Bilder an auf Facebook. Schnee, 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 okay. Was ist meine Alternative? Ach so, meine Freundin, Geli, Moment mal. Geli, ich komme, ich habe nicht so viel Zeit, ich habe nur 3 Monate. Das ist ein Argument. Das ist ein Argument. Das ist Heimat für mich in der Zeit. Wie gesagt, wir kommen jetzt 20 Jahre her, sie lebt jetzt hier. Und wer weiß, vielleicht eines Tages komme ich dann doch auch und kehre dann gleich schon ganz zurück. Aber ich bin schon sehr verurteilt. Schöne Projekte auch im nächsten Jahr gewartet. Also genau, ich glaub, Kosmetik, da kommt ja einiges. Ne? Genau. Okay, sehr schön. Und jetzt noch 6 Wochen hier und dann wieder zurück nach Hause. Okay. Ja, schön. Dankeschön. Dann viel Spaß noch. Ja, aber erzähl doch du mal noch von deinem Reise hier. Ja, du gehst nach Key West jetzt noch, ja? Ja, genau. Ich gehe jetzt noch nach Key West. Genau, ich hoffe, dass das Wetter morgen noch ein bisschen besser ist.